So, ja, nochmal hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben zu unserem heutigen Webinar. Das Thema des heutigen Webinars ist die Ergebnisdokumentation Umrichtermodellierung mit IEC 61850. Die Präsentation dauert ca. 30 Minuten. So. Wie Sie sehen, ja, wir freuen uns sehr, dass unser heutiger Presenter sozusagen der Herr Kai Herbst ist von DB Energy. Hier sehen Sie die Daten sozusagen von Herrn Herbst. Er ist tätig bei DB Energie in Frankfurt und ist außerdem Mitglied in IEC TC 57 Netzleittechnik und Experte für die Umrichtermodellierung. Zu meiner Person, mein Name ist Sebastian Kostas, ich bin der Referent bei der DKE für den Bereich Smart Energy und moderiere heute etwas. Und ansonsten übergebe ich jetzt an den Herrn Herbst. Vielen Dank, Herr Kostas, für die Einleitung. Ja, mein Name ist Kai Herbst von der DB Energie. Ich freue mich, dass wir heute über eine DKE-Arbeitsgruppe sprechen können mit dem Namen Umrichtermodellierung mit IEC 61850. Ich möchte heute zunächst eine kurze Einleitung geben und dabei auch die Motivation dieser Arbeitsgruppe erklären, anschließend den Anwendungsbereich näher erläutern. Dann spreche ich kurz über den Modellierungsansatz, den wir gewählt haben, anschließend über die Implementierungen. Als Vorletztes spreche ich dann über die nächsten Schritte, die wir mit dem Dokument vorhaben, was wir hier im Rahmen der Arbeitsgruppe erarbeitet haben. Und zum Schluss eine kleine Zusammenfassung, wie der Kostas bereits erwähnt hat. Machen wir am Ende dann eine Fragerunde oder vielleicht wird es ja sogar eine kleine Diskussionsrunde aufgrund der zahlreichen Teilnehmer, die dabei sind. Ich habe gesehen, es sind auch einige dabei, die bei dieser Arbeitsgruppe sehr, sehr aktiv mitgewirkt haben. Ja, fangen wir zunächst an mit einer kleinen Einleitung. Worum geht es? Das ganze Projekt ist entstanden im Rahmen der DKE als Unterarbeitsgruppe des K952010. Der K952010 ist das Spiegelgremium zur IEC TC57WG10. Und in diesem Spiegelgremium hat man also entschieden, dass man eine Arbeitsgruppe konstituieren möchte mit dem Titel Umrichtermodellierung und Facts mit IEC 61850. Die Projektdauer war von August 2012 bis April 2016, also knapp 4 Jahre, 3,5. Die Arbeit ist dementsprechend auch bereits beendet und die Ergebnisse werde ich jetzt im weiteren Verlauf vorstellen. Die Arbeitsgruppe selbst hat sich zusammengesetzt aus Herstellern und Anwendern. Wir sehen also hier, dass große Konzerne dabei waren, genauso wie mittelständische Hersteller auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite waren auch die Anwender zahlreich vertreten, beispielsweise vom Bayernwerk, der TenneT oder in meinem Fall DB Energie. Die Gruppe hat sich regelmäßig getroffen, also beispielsweise einmal in 2 Monaten und zwischendrin die verschiedenen Aufgabenpakete bearbeitet. Die Motivation für die Gruppe war, dass es bisher in Leistungsumrichter und den Facts-Komponenten unterschiedliche Protokolle gibt. Dort wird also bisher ein Mix aus IEC 101, IEC 104 verwendet oder Modbus, Profibus, natürlich noch neben zahlreichen weiteren Protokollen. Und das Ziel dieser Arbeitsgruppe bestand also dann darin, hier einen einheitlichen Standard für die gesamte Station einzuwenden. Und dort hat man sich entschieden, aufgrund der aktuellen Entwicklung hier auf die IEC 61850 zu setzen und dann die Funktionen zu realisieren, die wichtig sind von der lokalen Bedienung oder vom Netzleitsystem. Also lokal meint beispielsweise innerhalb der Station. Insbesondere hat man sich hier auf das Umschalten verschiedener Betriebszustände konzentriert, wie beispielsweise das Einschalten bzw. Hochfahren ist es ja eigentlich von Umrichtern und Facts, das Ausschalten oder der Standby-Betrieb. Auf der anderen Seite kann man verschiedene Betriebsmodi auswählen, also unterschiedliche Kennlinien beispielsweise, frequenzvariable Kennlinien. Des Weiteren kann man Sollwerte und Parameter ändern, sowie natürlich auch abfragen.
Man kann Datenpunkte übertragen, die man für die Kennlinienvisualisierung benötigt. Hier beispielsweise auch wieder eben im Netzwerksystem oder in der lokalen Bedienung am Nahbedienplatz. Und des Weiteren hat man sich natürlich auf das Monitoring von den Komponenten gestützt, sodass man die auch von der Ferne überwachen kann. Kommen wir zum genauen Anwendungsbereich. Wie ich bereits gesagt habe, sind also Leistungsumrichter ein fester Bestandteil dieser Gruppe gewesen, die zum Regeln von Wirk- und Blindleistungen gedacht sind. Hier im Besonderen beispielsweise statische Frequenzumrichter, SFCs, Static Frequency Converter. Beispielsweise werden die in der Bahnstromversorgung eingesetzt, um unterschiedliche Frequenzen und Wirkleistungen zu transportieren bzw. zu konvertieren. Des Weiteren natürlich auch Hochspannungsgleichstromübertragung. Auch das war im Fokus dieser Anwendungsbereich, der uns ja in Deutschland auch in Zukunft besonders beschäftigen wird. Des Weiteren auch Gleichrichter und Wechselrichter. Aber auch hier stand der Leistungsgedanke, also Leistungsgleichrichter und Leistungswechselrichter im Vordergrund. Zum anderen haben wir noch die FACTS, die Flexible AC Transmission Systems. Und hier mit den zwei Unterarten SVC für Static Bar Compensators oder STATCOMs zur Blindleistungsregelung. Wir haben uns in der Gruppe auf die Kommunikation zwischen den Komponenten und den steuernden Einheiten, also der Nahbedienung oder der Netzleitstelle, konzentriert. Fokus war also nicht die umrichterinterne Kommunikation, sondern eben tatsächlich die Kommunikation zwischen dem Umrichter und den steuernden Stellen, sowie natürlich auch noch zu benachbarten Geräten, die sonst im Unterwerk oder ähnlichen Anlagen vorhanden sind. Hier sollte die generische Anwendung, man hat sich hier auf eine generische Anwendung konzentriert, in das Stationsautomatisierungssystem, was ja wahrscheinlich auch vielleicht auch mit IEC 61050 funktioniert, nahtlos integriert werden, also ohne zusätzliche Schritte. Und man hat sich auf die Kommunikation, die für den Betrieb notwendig ist, fokussiert. Also beispielsweise nicht auf die Kommunikation, die notwendig ist, um die Anlage fernzuwarten, sondern hier stand tatsächlich der Betrieb im Vordergrund. Nichtsdestotrotz kann man mit der geschaffenen Infrastruktur ja vielleicht auch Fernwartung machen. Des Weiteren war eben tatsächlich die erfolgte Konzentration auf die betriebsrelevanten Meldungen, was bedeutet, dass wir nicht bis ins allerletzte Detail die Komponenten modelliert haben, sondern eben nur das, was für einen sinnvollen Betrieb notwendig ist. Wir haben einen offenen und herstellerunabhängigen Ansatz gewählt, den bringt ja bereits die IEC 61050 mit, und wir haben versucht, hier die Interoperabilität auch tatsächlich übergreifend zu gewährleisten. Es gibt noch eine andere technische Empfehlung, die IEC 61050-907. Die beschäftigt sich hauptsächlich mit dezentraler Erzeugung, DERs. Im Unterschied dazu haben wir uns konzentriert auf die Anwendung für den Lastfluss in zwei oder eine Richtungen, wie sie beispielsweise bei Umrichtern vorkommen können oder eben auch bei der HGÜ, oder die Verbindung verschiedener Netze oder die Netzstabilisierung im Fall von FACTS beispielsweise dann. Jetzt möchte ich auf den Modellierungsansatz eingehen, den wir gewählt haben. Ich habe es bereits mal kurz erwähnt. Wir haben hier einen generischen Modellierungsansatz gewählt. Weshalb? Um die Wiederverwendbarkeit des Datenmodells zu garantieren und zu ermöglichen und zusätzlich Templates zu haben, die für unterschiedlichste Anwendungen verfügbar sind. Dass wir also nicht für jede einzelne Anwendung hier wieder neue Modellierungen machen müssen, wieder was Neues erfinden müssen, sondern dass wir den anwendungsübergreifend verwenden können. Wir haben des Weiteren einen Ansatz gewählt, bei dem die Anzahl der strukturierten Informationen beherrschbar bleibt, also nicht sehr, sehr groß wird, sondern eine beherrschbare Anzahl an strukturierten Informationen und damit eben auch eine beherrschbare Komplexität, die trotzdem auch für komplexe Anwendungen anwendbar ist. Das ermöglicht uns dann die verbesserte Verwaltung der Modellierung in der Standardisierung. Und zum anderen hält sich dadurch natürlich auch der Aufwand für zukünftige Erweiterungen und zukünftige Anpassungen in Grenzen. Wir haben einen Ansatz gewählt, der offen für zukünftige Innovationen ist. Durch den generischen Modellierungsansatz sind wir zukunftsfest, brauchen wir nicht für jede Änderung hier eine komplett neue Modellierung zu generieren. Wir unterstützen zahlreiche Anwendungen, ich habe sie ja bereits kurz genannt.
Und wir haben die Kundenanforderungen flexibel abgebildet bzw. ermöglichen das flexible Abbilden von verschiedenen Kundenanforderungen mit einem ähnlichen oder gleichen Datenmodell. Die Profilierung an sich, die wir hier in der Arbeitsgruppe gemacht haben, die ist besonders wichtig, um die Interoperabilität zu gewährleisten und vielleicht unterschiedliche Ansätze, die die Hersteller wählen, hier zu vereinheitlichen, zu harmonisieren und dadurch proprietäre Ansätze der einzelnen Hersteller zu verhindern. Wie sah das dann aus, dieser generische Modellierungsansatz? Wir haben uns also in der Gruppe, wo wir Experten aus den unterschiedlichsten Gewerken hatten, von Leistungsumrichtern und Facts, zusammengesetzt und geguckt, wie könnten wir einen einheitlichen Modellierungsansatz wählen. Und wir sind dann auf diese Komponenten, die Sie hier vor sich sehen, gekommen. Das sind eben insbesondere natürlich die Umrichterkomponenten bzw. die Wechselrichter- und Gleichrichterkomponente. Wir haben den Umrichter also quasi zerteilt bzw. die HGÜ. Wir haben einen Gleichstromteil und nach außen hin haben wir natürlich auch die Grenzen betrachtet. Wir haben unter anderem die Transformatoren mit berücksichtigt, gleichzeitig aber auch die Kühlsysteme, die ja bei hohen Leistungen besonders wichtig sind, und den Eigenbedarf. Wir haben allerdings dann auch die Grenzen aufgezeigt. Wir haben beispielsweise nicht Schaltanlagen, Primärtechnik extra betrachtet, gesondert betrachtet, weil die ja bereits umfassend in Einsicht der 50 genormt ist. Auch beim Netzfilter, den haben wir nur oberflächlich betrachtet, genauso wie wir nicht betrachtet haben interne und herstellerspezifische Umrichterlösungen. Also das Relevante ist hier die Schnittstelle des Umrichters nach außen und nicht die interne Verarbeitung beim Umrichter. Selbiges natürlich auch für die anderen Komponenten. Ja, nun, hier sieht man ein Foto von der Anwendung eines Umrichters. Bei uns, bei der DB Energie, steht dieser konkrete Umrichter. Der eigentliche Hauptteil befindet sich in dem Container, während das davor dann eben ein Trafo ist, wie man ihn erkennt. Für diese Anwendung Umrichter ergibt sich dann das Datenmodell bzw. dieser Modellierungsansatz. Wir sehen, der hat sich relativ wenig geändert zu dem Maximalausbau, den ich eben gezeigt hatte. Die Anwendung Umrichter ist dafür da, dass man zwei elektrische Netze, dass zwei elektrische Netze miteinander verbunden werden, um beispielsweise elektrische Leistung auszutauschen. Dabei können in beiden Netzen unterschiedliche Frequenzen oder eine unterschiedliche Anzahl an Phasen möglich sein. Im Bereich der Bahnstromversorgung könnte das also beispielsweise 16,7 Hertz auf der einen Seite und 50 Hertz auf der anderen Seite sein. Auf der einen Seite könnten es 15 kV eine Phase oder 110 kV zwei Phasen sein und auf der anderen Seite dann eben drei Phasen und ein Hochspannungsanschluss zum Beispiel. Das Wesentliche hier ist noch, dass wir Leistungselektronik nutzen und das ist also auch, wenn Sie die Aufgabenstellung der Gruppe angucken, wir fokussieren uns also tatsächlich auf leistungselektronische Anwendungen und eben nicht beispielsweise auf rotierende Umformer oder Ähnliches. Die Beziehung der beiden Größen, der beiden Netze kann nicht linear sein, ermöglicht durch die Leistungselektronik. Nichtsdestotrotz gibt es typische Kennlinien, die gefahren werden, die abgefahren werden. Das Datenmodell kann genutzt werden, natürlich zum einen, um einen Umrichter selber zu betrachten, zum anderen aber auch, um zwei Umrichterstationen miteinander kommunizieren zu lassen. Da ist das Datenmodell also offen genug. Hier haben wir das Ganze implementiert. Wir haben zum einen bei den typischen Kennlinien verschiedene Parameter identifiziert, die häufig vorkommen bzw. die dem typischen Anwendungsfall unterliegen. Hier am Beispiel eines Umrichters sehen Sie auf der rechten Seite die typischen Parameter, auf die wir uns geeinigt hatten, die wir identifiziert haben und die ermöglichen dann teilweise eben auch relativ komplexe Kennlinien zu implementieren. Wichtig ist, dass nicht die Kennlinie selber quasi implementiert wird, sondern nur die Parameter, um diese Kennlinie dann im Umrichter beispielsweise zu bauen. Ja, und es hat sich dadurch eine gewisse Anzahl an Parametern gefunden und die für die typischen Kennlinien gültig sind, sollte die Anzahl der Parameter mal nicht ausreichen, haben wir zusätzlich auch noch die Möglichkeit einer generischen Beschreibung einer Kennlinie über eine Punkteschar. Dort sehen Sie also in der linken Abbildung einfach die Punkte P1, P2, P3, P4 und dort kann man eben über eine
Anzahl n von Punkten beliebige Kennlinien beschreiben oder eben, Sie sehen ja die eingezeichneten Parameter oder eben über die Parameter. Wir haben verschiedene Kennlinien zusammengetragen und das in dem Dokument beschrieben, welche man typischerweise für die jeweilige Anwendung Umrechter, HGÜ oder FACTS, SVC nutzt. Natürlich kann man das Ganze auch erweitern. Wir haben das Modell auch hier an dieser Stelle so gestaltet, dass kundenspezifische Anforderungen umzusetzen, umsetzbar sind, genauso wie natürlich Herstellererweiterungen. Unser Ansatz war hier mehrstufig. Wir haben also zum einen ein Dokument generiert, was ausführlich, textlich und auch grafisch beschreibt, wie sich die Mitglieder der Gruppe das Ganze vorgestellt haben, die den Leser auch hinführen zum Problem. Es gibt eine umfangreiche Einleitung und wir beschreiben ausgiebig die möglichen Anwendungsszenarien, Use Case basiert und die Modellierung. Zusätzlich haben wir hier aber auch das aus der IT bekannte Tool der UML genutzt, die Unified Markup Language, die ja auch in der IEC jetzt immer mehr Verbreitung findet und auch in anderen Standards heutzutage angewendet wird. Dadurch kann man also den Modellierungsansatz umfassend beschreiben und aber auch eindeutig beschreiben und kann ja teilweise das sogar für die eigene Implementierung nutzen. Und zusätzlich haben wir das Ganze dann noch konkret gemacht mit der IEC 61050 Beschreibungssprache, der Substation Configuration Language, SCL, und haben hier tatsächlich dann an konkreten Beispielen gezeigt, wie die Modellierung umzusetzen ist. Mit dieser Dreistufigkeit versuchen wir also auf unterschiedliche Lesergruppen einzugehen und hier auch tatsächlich unterschiedliche, zum einen unterschiedliches Know-how, auf unterschiedliches Know-how aufzubauen und aber eben auch alle Anwendungsbereiche abzudecken. Am Beispiel eines Umrichters, den wir vorhin hatten, würde das Ganze dann wie folgt aussehen. Wir haben, wenn wir uns jetzt auf die Knoten konzentrieren, die wir neu modelliert haben, sehen wir also, wir haben hier im konkreten Fall einen logischen Knoten ASEC, den haben wir einfach so genannt. In der Einsicht der 50 gibt es eine gewisse Vorgabe, wie man die zu benennen hat. Und da ist eben dann rausgekommen, dieser eine Knoten heißt ASEC. Der würde beispielsweise mehrfach auftauchen und einmal gibt es eine übergeordnete Instanz, mit der ich beispielsweise sagen kann, lieber Umrichter in dem Fall, es ist 50 Hertz, 16,7 Hertz Umrichter, lieber Umrichter, bitte fahre hoch. Auf der anderen Seite besteht der eine Umrichter aber vielleicht aus mehreren Blöcken oder aus vielleicht aus einem Wechselrichter und einem Gleichrichterteil. Und hier sind wir also dann so modular, dass eben dieser eine Knoten, diese eine strukturierte Information auch noch in jedem Umrichterblock oder in jedem Umrichterteil auch noch einzeln vorzufinden ist, um eben auch die einzelnen Teile, die einzelnen Module separat hochzufahren oder runterzufahren, was für einzelne Anwendungen dann wiederum notwendig ist. Gleichzeitig gibt es noch einen Knoten, in dem Fall heißt der CFPC, nicht erschrecken, vor den Buchstabenkombinationen, die muss man nicht wissen, da muss man nur wissen, wo die stehen. Dieser CFPC, der steuert beispielsweise die Kennlinie, mit dem kann man auswählen, welche Kennlinie denn jetzt gerade gefahren werden soll oder welche Parameter gerade eingestellt werden sollen, welche Parameter gerade eingestellt sind. Und wie wir sehen, sind CFPCs beispielsweise auch mehrfach anwendbar, sodass einzelne Teile des Umrichters hier in dem Fall eben auch unterschiedliche Kennlinien fahren könnten oder unterschiedliche Parameter haben könnten. Und dann gibt es noch einen Knoten, den XCON, der repräsentiert den Umrichter selbst, also ob der Umrichter selbst gerade betriebsbereit ist, beziehungsweise in der Lage ist, Betrieb zu machen oder ob ein Fehler vorliegt. Das würde man also über so einen Knoten erfahren können. Das sind also die neuen Knoten im Bereich Umrichter. Zusätzlich kann man natürlich auch für den Trafo rundherum die bereits in der Einsicht der 50 existierenden Knoten verwenden und die bereits existierende Beschreibung. Hier haben wir in dem Dokument auch gezeigt, okay, lieber Nutzer, lieber Anwender, hier könntest du weiter aufbauen oder eben, also entweder haben wir gezeigt, welche Knoten man nehmen könnte oder natürlich kann man auch die bereits definierten Knoten in der Einsicht der 50 immer heranziehen. Gleiches gilt für die Filter, die um einen Umrichter herum auch zu finden sind. Ein weiteres Beispiel wäre hier jetzt eine HGÜ. Beispielsweise eine typische Line-Commutated-Converter-HGÜ in Bipol-Anwendung.
Hier würden sich dann beispielsweise hier wäre natürlich der Gleichstromzwischenkreis bzw. die Gleichstromverbindung ungleich wichtiger, also der XGCC in dem Fall, der beim Umrichter der zwar physikalisch da ist, aber in der Datenmodellierung nicht so relevant ist. Das gleiche gilt hier für den CSDC, wo ich unterschiedliche Modi ansteuern kann. Und hier ist also tatsächlich auch möglich, dass eine Seite der Master ist, ein Pol der Master ist und die andere Seite im Slave-Prinzip folgt. Also das bekannte Master-Slave-Prinzip. Und hier beispielsweise auch noch, dass es noch einen übergeordneten Pol gibt. All das ermöglicht dann das Datenmodell. Das wäre also hier der andere Maximalausbau. Auch hier werden die Transformatoren mit bereits bestehenden logischen Knoten modelliert. Ja, dann kommen wir zu den nächsten Schritten. Was möchten wir weiter mit dem Dokument machen? Da wird der Herr Kossler sicherlich nachher noch was dazu sagen, dass wir das Dokument mithilfe des DKE veröffentlichen möchten. Des Weiteren war eine Grundlage für die Erstellung des Dokuments natürlich, dass wir uns hier im DKE eine Meinung bilden wollten über die Modellierung von solchen Komponenten und diese Meinung natürlich auch international einbringen möchten, eben hier in der WG10. Die entsprechende Taskforce wäre dann also die für die technische Empfehlung Einsicht auf 50/90/14. Und natürlich liegt es dann an uns, den Herstellern und den Anwendern, auf der einen Seite das Modell zu implementieren, die Empfehlung zu implementieren und die standardisierten Produkte dann auch anzubieten. Und eben nicht irgendwelche Einzellösungen, sondern das tatsächlich auch in Serie anzubieten. Und auf der anderen Seite liegt es natürlich am Anwender, diese Funktion auch zu fordern, wie beispielsweise in Ausschreibungen. Kommen wir zur Zusammenfassung. Die Arbeitsgruppe hat also das Dokument der Arbeitsgruppe ermöglicht, dass die IEC 61050 auch nahtlos Leistungsumrichter und FACTS in Stationsautomatisierungssysteme integriert. Wir haben Hersteller und Anwender gemeinsam haben ein einsatzbereites Datenmodell spezifiziert. Der generische Modellierungsansatz unterstützt Leistungsumrichter und FACTS-Anwendungen, und zwar alle Leistungsumrichter und FACTS-Anwendungen, und schafft Komplexitätsreduktion ohne einen Funktionsverlust. Die detaillierte Dokumentation verdeutlicht die Anwendung des Datenmodells und damit ist die Einsicht der 50 für Leistungsumrichter und FACTS bereit, startbereit zur Anwendung. Ja, vielen Dank. Dann würde ich an den Herrn Kosslas übergeben. Ja, nochmal recht herzlichen Dank, Herr Herbst, für diesen sehr spannenden Vortrag. Ich schaue jetzt in die Fragen und da ist eine Frage reingekommen, die lautet: Wie erfolgt die Modellierung für netzübergreifende Regelsignale und die der Filter? Da wende ich mich an den Herrn Herbst. Ja, die Regelsignale, die können natürlich normal, also da ist eigentlich keine, aus meiner Sicht, keine spezielle Modellierung bei uns notwendig, die über das hinausgeht, was wir bereits haben. Wir haben ja die normale Modellierung von Sollwerten ermöglicht, beziehungsweise wir haben die Sollwerte bereits modelliert und die können unabhängig davon, ob die jetzt netzübergreifend sind oder nicht, können die eingestellt werden. Also hier ist aus meiner Sicht, aus Protokollsicht quasi, ist das möglich mit dem normalen Datenmodell, was wir haben über die Sollwerte und kann dafür auch genutzt werden. Die Filter sind nur relativ grob behandelt worden hier in der Arbeitsgruppe. Dort hat man also vereinzelte Informationen nur, ob der Filter funktioniert oder nicht oder ob man eventuell irgendeine Auslösung hat oder nicht. Die Filter sind also hier jetzt nicht im Detail modelliert worden. Da gibt es andere Bestrebungen, beispielsweise dann auf IEC-Ebene hier in dem Teil 9014. Dort ist das dann schon wesentlich detaillierter modelliert. Dort ist man auch bei der Kühlung dann im Moment noch, der aktuelle Status ist, das ist ja ein Community Draft. Dort ist man also noch ein bisschen detaillierter unterwegs. Aber in unserem Dokument ist das nur hat man sich auf die betriebsrelevanten Meldungen konzentriert. Ja, vielen Dank, Herr Herbst. Ja, weitere Fragen sehe ich momentan noch nicht. Dann nutze ich die Zeit, nochmal auf das Dokument hinzuweisen. Das ist, wie gesagt, das Dokument zur Umrichtermodellierung mit der 61850. Das hat die Gruppe von Herrn Herbst entwickelt. IEC 61850 Modeling Guideline Power Conversion and Facts.
Und dieses Dokument stellt die Gruppe kostenlos zur Verfügung. Wir werden das auf unserer Webseite hochladen, wenn Sie uns bei Twitter, Facebook oder auf der Homepage und in den News auch folgen, dann kriegen Sie davon darüber natürlich eine Information. Weiterhin, ja, wunderbar, und da ist eine Frage da reingekommen, sehen Sie Relevanz für PVWR? Ja, gemeint sind damit wahrscheinlich Photovoltaik-Wechselrichter. Aus meiner Perspektive müsste dafür der Teil 90.7, die Empfehlung 90.7 passender sein. Nichtsdestotrotz waren wir der Überzeugung, dass auch unser Vorschlag dafür anwendbar ist, auch für Photovoltaik-Wechselrichter. Aber es gibt wahrscheinlich hier spezifischere Normen bzw. Empfehlungen dafür. Aber man kann unseren Teil auch dafür anwenden. Alles klar. Ja, da kommt auch ein Dankeschön. Darüber freuen wir uns auch. Dankeschön auch an die Diskussionsteilnehmer. Ja, weitere Fragen? Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie die jetzt auch gerne eingeben. Dann noch ein Hinweis von unserer Seite. Nicht nur den Bericht werden wir online stellen, sondern auch dieses komplette Webinar. Das finden Sie dann in YouTube und den Link natürlich auch auf dieser Homepage, die auf der Seite, die das Dokument enthält. Dann warten wir jetzt einfach noch ein paar Sekunden. Ich denke, ansonsten, wenn danach noch Fragen auftauchen, können Sie sich natürlich auch jederzeit an mich oder auch an Herrn Kostas wenden. Und wir versuchen dann, die Fragen an die jeweiligen Experten auch weiterzuleiten. Gut, dann bedanke ich mich nochmal ganz recht herzlich bei Herrn Herbst für dieses sehr spannende Webinar und die offensichtlich auch spannende Thematik. Nochmal recht herzlichen Dank. Gerne. Und ja, und an dieser Stelle möchten wir uns auch natürlich bei Ihnen als Teilnehmer bedanken und Zuhörern und Fragestellern. Vielen Dank. Und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag und wir würden uns freuen, wenn wir Sie auf dem nächsten Webinar sehen würden. Auf Wiedersehen.